So Leute, es geht wieder weiter mit dem Pro-Team-Modus und ja, wir sind jetzt bei der Dauphiné-Rundfahrt und haben jetzt den Prolog vor uns. Da schauen wir mal, wer da die Favoriten sind. Nachdem er leider beim Kriterium International es sehr knapp war, dass ich da den Gesamtsieg verpasst habe, bin ich mal gespannt, ob ich hier vielleicht eher was erreichen kann. Noch. So, Steph Clement auf jeden Fall wieder der Mann für den Prolog. 103,31. Aber hier wäre ich schon auf jeden Fall auf ein Omen setzen. Der letzte Fahrer dieses Einzelzeitfahrens steht auf der Startrampe. Ja. Nur noch wenige Sekunden und dann darf er loslegen. Einen tosenden Applaus noch für 2 Kilometer, kann man fast schon durchsprinten. Vorsicht, ich glaube, du gehst es zu schnell an. Ja, ich muss ja kurz beschleunigen. So, jetzt bin ich ganz gut dabei. Das Ziel ist schon gleich da, 33. Das war extrem eng. Ja. 2 Sekunden, schade. 2 Sekunden. Fünfter Platz ist trotzdem sehr gut. Meine anderen Fahrer oben, ein 23. sehr gut. Drux, 39. Buchmann. Naja. 161. war leider zu erwarten. Gut, dann können wir gleich weitermachen. Oh, ordentlich Geld. So, dann können wir gleich mit der nächsten Sprintetappe hier weitermachen. Die kriegen wir dann ja noch locker in die Folge hier rein. Der Budget. Die Sprinter, keiner von meinen Leuten dabei als Sprinter-Favorit. Gucken. Aber ich wäre auf jeden Fall mit Van Aasbrück, genau. Fahren. Vermon Ausweisversuch, okay. Oder Clement. Ich glaube, man könnte man eher mal den Hallo und Vermon herzlich mitschicken, willkommen, meine wegschicken. Damen und Herren. Die heutige Etappe dürfte dem klassischen Hergang gehorchen. Eine frühe Ausreißergruppe wird sich absetzen und dann alles geben, um nicht von den Teams der Sprinter eingeholt zu werden. Na, bis der vorne ist. Los, ein neuer Angriff. Okay, Vermon ist schon mal vorne. Er hat die Führung in der virtuellen Gesamtwertung übernommen. Der OZ, okay. Ja, aber sieht erstmal jetzt ganz gut aus. Die könnten wegkommen. Ach, scheiße, ich hab mich verdrückt. Oder hier.
Wer drückt? So. 1,52, 1,53. Naja, mal gucken. Die machen schon Tempo. Ah, jetzt nehmen sie wieder ein bisschen raus. Sehr gut. 3 Minuten. Deshalb stehen wir am Mann. Ich glaube, das ist am Berg nichts, ne? Und jetzt echt mit größerem Vorsprung durchkommen sollten. Für die Bergetappen. Dann wahrscheinlich keine Möglichkeit. Weil ich glaube auch nicht, dass wir durchkommen, weil jetzt macht schon wieder BMC scheinbar Tempo vorn. Ja, 3,30. Und außerdem ist es noch ziemlich weit bis ins Ziel, 90 Kilometer. Ja, noch was und noch was. So. Gut. Ach komm, ey. Was ist jetzt los? Den vorderen Fahrern wird der Proviantbeutel gereicht. Die Spitze führt mit 1 Minute 30 vor dem Peloton. Ach, noch 60 Kilometer. Ach, 44 Kilometer. So. Immer noch 1,30 vorn. Das wird nicht reichen. Gut, dann fahren wir jetzt. Die Spitze führt mit 30 Sekunden. Sekunden nur noch. Die führenden Fahrer haben noch 10 Kilometer bis zum Ziel. Das wird nicht einfach. Hier ist er. Im Moment trägt er das gelbe Trikot. Da wird er gleich durchgereicht werden. Gehe ich von das aus. Das gelbe Trikot war gefährdet, aber jetzt liegt er in der Gesamtwertung wieder vorne.
So, jetzt geht's ein bisschen berghoch. Ich würde schon gerne mal nach vorne fahren. Ja gut, ich will ja kein Tempo fahren. Nur noch 5 Kilometer. Bei 2% damit kannst du keinen in Gefahr bringen, leider. So, 4 Kilometer noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich wieder hier aufpassen. Scheiße, 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 scheiße. 3,2. Ich bin irgendwie zu weit hinten. Was ist denn hier los, ey? Das Ziel befindet sich am Ende einer 1 Kilometer langen Geraden. Der letzte Kilometer. Du musst sprinten. Boah, ich komme von hinten angeraucht. Das sieht gut aus. So super aus. Wieder Sieg. Alter, schon wieder Sprinter, sieht geil. Also der Dings ist gar nicht mal schlecht im Sprinten. Sich voll gelohnt, der Einkauf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das geht ja schon mal wieder gut los, die Dauphiné. Das gefällt mir. So. Na komm, letzte Fahrer hier ans Ziel. Und jetzt. Er darf heute mehr als... Er wird völlig... Bundes Trikot und Etappensieg. Joa, sieht gut aus. Drucksfoss... Vermont hat Zeit verloren, gut war abzusehen durch die Ausreißergruppe. Gesamtwertung führt Keldermann, Gilbert, Steph Clement, Asbrück. Gut, ja, da haben wir noch Zeit, da schaffen wir schon noch eine. Warum sage ich schon, Fitness sieht super aus. Puh, jetzt wird's dann schon mal kritisch, was in Sachen Gesamtwertung passiert. Dann werde ich jetzt wohl mal mit dem Omen fahren. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bergwertungen. Leute, 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 was soll das bloß werden? 58 Kilometer. Buchmann ist super in Form. Ich weiß nicht, ob ich ihn wegschicke als Ausreißer. Hallo und herzlich ich keinen Bock, ihn da so zu verheizen, aber ich über den Clement wegschicken. Die größte Herausforderung, meine Damen und Herren, von den Alpen und Pyrenäen abgesehen. Natürlich, die Fahrer müssen den kleinen Bällchen, den Col du Platzer Basel sowie den Col de Chivrea überwinden. Nee, der Voss haut ab. Okay, aber ich brauche etwas Zeit, um mich besser zu positionieren. Auf geht's, Peter! Bei dem Streckenprofil ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, an das grüne Trikot zu denken. Sparen wir uns besser unsere Kräfte und sammeln die Punkte an einem anderen Tag. Ganz schön, Silvo! Ja, grünes Trikot ist erstmal scheißegal. Es geht hier um die Top 10 der Gesamtwertung zu kommen. Dort ist der Buchmann. Ah, den Buchmann könnte man auch wegschicken. Der ist halt im Flachen so schwach. Ich hab keinen Bock jetzt noch ewig hier zu warten, ey.
Naja, soll er mal fahren von der. Das Tempo ist schon runtergegangen, sehr schön. Sechs Fahrer vorne. Ja gut, jetzt kommen wir hier erstmal. Das dauert eine Weile. So. Nee, weiter. Also. So. Mit Gegner zusammenarbeiten, ja, das passt. Kommt gleich noch ein schöner Anstieg. So. Dann lassen wir sie noch mal ein bisschen fahren, das schaffen sie schon alle hier. Passiert eh nichts. 3 Minuten sind die auch noch vorne, nur vorne weg, das ist nichts. Das geht mir auf den Sack, ey. Der muss immer noch, würde ich sagen. Ey, Leute. Warte mal. Also irgendwie hackt's gerade hier. So, nächster Anstieg. Was ist hier? Ist er weggefahren oder was? Col du Blatzer Wasel. Gut, ne, wir machen jetzt mal hier als Bergmann, Clement und Ludwigsen Drucks, Wärmung, Südterlin, Blau, Rot. Geht mir offen. Das ist doch scheiße, ey. So. Was passiert in der Gruppe? Legung und jetzt geht's immer weiter runter. So, und dann gucken wir mal, ob der Bergwertung der zweiten Kategorie. Was ist denn noch der ersten Gruppe dazu? 4 Minuten mittlerweile. Nee, nix. Können Sie ein bisschen Kraft übersparen. So, jetzt mal sehen, wie es hier vom Tempo aussieht. Wenn das Tempo am vorletzten Berg relativ lahmarschig ist, ich glaube, dann schicke ich den Buchmann los. Das Tempo war jetzt schon schneller, aber nur nochmal noch Vorsprung. Hm.
Vigorosa, das ist ein Zyterlin. Fällt jetzt weg. Gut, das war abzusehen. Aber Van Asbroek ist noch drin. Super. Voss, nee, nix machen, Voss. Okay, jetzt müssen wir hier gleich mal aufpassen. Ups, muss ich hier gucken. So, jetzt geht's ab. Der Anstieg zum Col de Chèvre ist mit 3,5 Kilometern relativ kurz, kann dafür aber mit einer durchschnittlichen Steigung von über 9% auftrumpfen. Das dürfte die stärksten Fahrer im Feld begünstigen. Wieso bin ich so weit hinten? Und oben. Das ist gut für die Gesamtwertung. Ich drück auf Beschleunigen und was ist denn das für ein Bergsprint? 2 Kilometer vom Gipfel entfernt. Shit, Elender. Gefällt mir gerade nicht. Im Moment trägt das gelbe Trikot. Wie sieht's vom Buchmann aus? Er hat auch zu kämpfen. Und nichts mit angreifen sein. Die sind dann doch noch zu schwach, leider. Gut, die Bergbewertung ist ja nicht mehr weit. 700 Meter, jetzt. Jetzt halten sie mich auf. Das nervt. Und wir sind weggefahren. Der Zeitabstand zur Führungsgruppe ändert sich nicht, Jungs. Der Führende hat einen Vorsprung von 1 Minute 30 auf die Favoriten. So, jetzt geht's hier schön runter, da kann ich erstmal Kraft sparen. Sein Team fährt für die Gesamtwertung. Die Fahrer an der Spitze des Feldes durften Probleme dabei bekommen, den Abstand zu vergrößern. Scheiße. Kacke, was ich hier wieder gemacht habe, ey. Alter, was ist mit dem los? Er ist so schwerfällig, der Omen. Was ist denn mit dem los? Okay, muss ich dann vielleicht doch mal bremsen? Gut, so sieht das schon besser aus. Buchmann ist noch da, perfekt. Der Zielanstieg ist 6 Kilometer lang und weist eine durchschnittliche Steigung von 8,5% auf. Die größte Herausforderung wartet jedoch am Gipfel. Auf den letzten 300 Metern beträgt die Steigung mehr als 15%.
Die Gruppe um das gelbe Trikot liegt eine Minute hinter der Spitze zurück. Antritt an der Spitze des Pelotons, nur nicht einschlafen. Shit. Für die Fahrer an der Spitze sind es nur noch 5 Kilometer. Das ist mein Tempo fahren. Boah, shit. Die fahren dort vorne weg. Es gibt's kein Morgen oder was? An der Spitze des Pelotons wird attackiert. Er führt jetzt in der Gesamtwertung der Nachwuchsfahrer. Da es sich um eine Bergankunft handelt, werden die Punkte für die Bergwertung verdoppelt. Ja, noch bin ich ganz gut dabei. Okay, ich nehme Verpflegung zu mir. Der Führende liegt 30 Sekunden vor dem Favoriten. 30 Sekunden zwischen den Ausreißern und dem gelben Trikot. Der Vorsprung der Führungsgruppe sollte bis zum Ziel ausreichen. Vielleicht kommt er ja vor mir ins Ziel. Die Gruppe der Favoriten liegt 30 Sekunden hinter der Spitze zurück. So, mich mal schützen, wenn dann kann er mal. Okay, ich schütze dich. Er übernimmt die Führung in der virtuellen Gesamtwertung. 12. Du bist auf dem besten Weg, den ersten Platz in der Nachwuchsfahrerwertung zu erreichen. Klasse, weiter so. Naja. Komm schon, Vincenzo. Oh, Kilometer noch. Buchmann noch ein bisschen Tempo machen kann, wäre es geil. Ah, der Buchmann, der braucht ein rotes Gel. Der Platz, es sieht erstmal nicht so schlecht aus. Von hinten geht. Ah, jetzt geht's mal übelst hoch her. Komm, sprint. Okay, Buchmann und Omen sind gut dabei. Also Platz, also Top 10 in der Gesamtwertung sind auf jeden Fall drin. Das sah jetzt gar nicht mal so sehr schlecht aus, obwohl Omen nur eine durchschnittliche Form hatte. Buchmann war sehr gut in Form. Hätte ich Buchmann vielleicht gesteuert, hätte ich vielleicht weiter vorne ankommen können. Ich weiß es nicht. Aber Omen... das ist vielleicht langfristig gesehen bei der Dauphiné eher die bessere Wahl, weil er am Berg wirklich stärker ist. So leid es mir für Buchmann tut, er ist vielleicht... vielleicht noch ein kleines bisschen zu schwach. Hier programmiert, beziehungsweise die Werte sind zu schwach eingestellt, das ist schade. So, dann warten wir noch auf die restlichen Leute hier. Oh, 2 Kilometer haben die noch vor sich.
So, jetzt kommt der letzte Fahrer. Sehr schön. Gut. Gucken wir mal, wie viel Zeit man nun letztendlich wirklich verloren hat. Er ist in bestechender Form. Ich bitte um ein... Er ist an der Spitze seiner... Okay, weißes Trikot. So sieht's zumindest aus. So, Rogers gewinnt. 1,20. Buchmann 10. Sehr gut. Omen 11. mit 1,40. 1,46. Moreno, Pantano. Keldermann, Adam Yates. Und so weiter und so fort. Ja, Kieselowski, Niemiec, Fekler, Roach. Ja, wie sind die anderen sonst hier gekommen? Fast 29. Sehr gut. Wermont, Sütterlin, okay. Gesamtwertung führt jetzt Perrault, Voulezy, Rogers und so weiter. Omen 9. Sehr gut. Das müsste ich einfach nur versuchen, irgendwie zu halten. Ansonsten Buchmann ist 11. Auch hervorragend. Naja, bin ich gespannt, wie gut ich die Position halten kann. So. Okay, das war's mit der Folge. Wir sehen uns dann zur, ja, 4. Etappe schon. Dann mit der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.